Volles Geständnis, Errungenschaft freigeschaltet, sehr gut. This is kind of bleak. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after six? In the mean streets of Delos Crossing? Just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably in his office, upstairs. Okay. Gut, gut, dann werden wir gleich mal gucken. They still got this creepy mascot, huh? What? Officer Justin Beaver is not Justin creepy. Justin Beaver, nein. He's Delos Crossing's nein. longest serving nein. officer. Nein, der heißt so nicht. Nein. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Hold on. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Have fun. Meet me in the open space when you're done. Alter, Justin Beaver, ich glaub's einfach nicht. Das ist ja unglaublich, ey. Of course. It's locked. Ich komme nicht drauf klar. Oh man. Ich bin das Gesetz. Das bist du, ja. Das bist du wirklich. Ach, wir hatten noch was vergessen. Unser eines Sammelstück haben wir gar nicht angeguckt, ne? Hier die fromme Pelikan-Dame. Let's hear about her. The pious pelican is the princess's generous friend. She has a magical beak that is always full of food and never Geil. Empties. Ich meine, ist ein bisschen ekelhaft, weil das Essen halt einfach aus ihrem Mund kommt die ganze Zeit. Aber ist schon nice, so immer unendlich Essen dabei zu haben. Aber gut, die kannten wir auch schon aus der Geschichte, ne? Die hat ja auch Essen zu dieser Party mitgebracht. Bitte stellen Sie sich hinten an, danke. Oh ja, ich stelle mich hinten an. Restrooms. Was haben wir hier noch? Well, join the team. Did I decide the wild world of accounting isn't for me? Can't really picture you in the uniform. Really? I think I could pull it off. Bestimmt, ja. Nationalgarde, jetzt anmelden und bis zu 100% College-Gebühren erstattet bekommen. 100% College-Tuition paid? Damn. Maybe I should have joined the National Guard. Beats having your credit card stolen by an online college. Too soon, Tyler. Too soon. Petition unterschreiben. Lachswanderung erhalten. Stoppt den Bau der Fangstation im Fallon Creek. Too little, too late. Ja. Ach du Heilige. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ayavdite? Strand noch geschlossen wegen Ölreinigung. Steigen Sie ein. Sie möchten wissen, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht? Dann bewerben Sie sich für ein Mitfahrerprogramm. Mehr Informationen bei Chief Brown unter bla bla bla. Das klingt doch ganz cool. Eigentlich. Kommt drauf an, was man machen muss. Also Mitfahrer klingt ja einfach nur zugucken. Das wäre, glaube ich, mir echt interessant. Selber mit reinschreiten. Aber also so richtig einschreiten werden wir sowieso nicht, klar. Aber so also gefährliche Situationen werden wir nicht erleben. Würde man nicht erleben, aber ja, soll man mitgucken? Home sweet home. You spend a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. Hm. Der kleine Heizer da unten. Schön. Und wir müssen dann zeigen.
Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens 58 Jahre, Geburtsdatum 8. Juli 1957, Größe 1,73 Meter, Gewicht 91 Kilogramm, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Eric Haynes wurde zuletzt am 8.7.2015 mittags nahe... Claire Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah, I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Wurde mittags nahe der 56. Meile des Rosewood Highway gesehen. Er trug, ein kurzärmeliges schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. I can't believe they're still sending psychiatric patients to prison. Yeah, I heard about that. It's so messed up. Das ist tatsächlich sehr wahr. Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. Tja. Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens 33 Jahre. Geburtsdatum 27. März 1970. Größe 1,70 Meter. Gewicht 32 Kilo. Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Roberto Abayan wurde zuletzt am 11.02.2004 in Dallas Crossing, Alaska, in der Nähe von Cullen Boulevard gesehen. Er trug einen grünen Regenmantel und Gummistiefel. Seine Brille und Handschuhe wurden in der Nähe des Brandon Strickland Schießanlage gefunden. Okay. They never did find him. This happened when we were kids, right? Yeah. Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Guck mal, Claire ist hier auch immer noch. Aber der wird nie mehr. Okay. Ja, das ist halt da. Das ist irgendwie creepy. Rezeption. Why do they look so familiar? Wer? Locked. Wer ist denn das? Ich spüre eine Erinnerung. Aber wo? You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. Did everybody decide to become an adult? Das fühle ich. Das fühle ich sehr. Wo ist die Erinnerung? Da? Hier. Kann man das aufmachen? Ist die. Ne. Okay. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Here we go again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Damn it. It's locked. Well, what did you expect, dum-dum? It's a police station. That's Denise Wilson's desk. Remember her? Crazy D? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Well, so schnell geht's. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. Aww. He died last year putting himself between D and a bear. Oh nein. Damn. Poor D. Loyal bis zum Ende. She's obsessed with sled dog races now. Is that even a thing? Yeah, I always thought she was a bit of an oddball, but in a good way. She's passionate. Passionate. No. Yeah. Ein bisschen crazy, so nicht schlecht. Werde Teil des Teams. Schlittenhunderennen. Siegerliste. Ist Jet dabei? Sieht nicht so aus, ne. Ne.
Okay. Da stehen wir so random hier rum. Hilfe. Ja, eine Rezeption halt, okay. Nichts Spezielles. Wahrscheinlich auch zu. Natürlich. Ah ja, klar. Eddie must have locked it already. Gut, und die Tür haben wir ja gerade schon von der anderen Seite ausprobiert. Es wäre ein bisschen komisch, wenn sie von hier aus aufgehen würde. Ich probiere es trotzdem. Man weiß ja nie. Ja, schade. What do you know? Still locked. Komisch, Mensch. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. See, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. Das wäre cool, ja. Ermittlungen zum Briefkastenräuber. Bestätigte Standorte Governors und Free oder so. Mhm, aufgezeichnete Bilder, okay. Am 27.10.2015 um ca. 10.03 Uhr wurden Officer Gregs und ich zur 239 Woodlawn Road entsandt, um eine Diebstahlsmeldung aufzunehmen. Wir kamen um ca. 10.22 Uhr an und sprachen mit Lawrence Cooper, geboren 15.07.1967. Cooper berichtete, dass sein Briefkasten aufgebrochen worden war. Cooper, ich schaute vor 2 Tagen hinein, weil ich auf mein neues Handy wartete. Ich sollte höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt. Aber ich habe denen gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zahle nur so viel, wie es kostet und keinen Penny mehr. Sie haben klein beigegeben und meinten, es käme am Dienstag. Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Briefkasten leer. Wahrscheinlich dieser nichts nutzt Towdown. Oder Towdown. Anmerkung, Towdown ist Jervis A. Sallow, der mir und Officer Gregs bekannt ist. Ehemals Nummer 12.882. Letzte... I mean, it's where Eddie works, so yeah. Is that so weird? It's just hard to picture a kid spending her weekends here. And where do you think kids spend their weekends around here? I don't know. Hanging out at a mall? The nearest mall is all the way back in Juneau. I went once a year to buy clothes with Eddie and did not hang. Letzte bekannte Adresse, Almeda Plaza Apartments. Cooper gab außerdem an, dass er die ganze Nacht vor dem Vorfall zu Hause gewesen zu sein und nichts gehört zu haben. Cooper gab weiter an, wenn ich Towdown finde, reiße ich ihm den Arsch auf, dass er am Arsch ist. Okay. Cooper wurde verwarnt, keine weiteren kriminellen Drohungen auszusprechen. Cooper erklärte daraufhin sein Vorhaben, Sallow anzuzeigen und wurde darauf verwiesen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Okay. Wir versuchen es weiter mit irgendwelchen Türen, die wahrscheinlich nicht aufgehen werden. Oh. Oder doch, aber dies. Something's in the way. Aber how? Wie haben die denn das vorgestellt? Okay, ich frage einfach gar nicht. Okay, haben wir noch irgendwas rumzuliegen? So, da ist eine Schublade, die möchte ich öffnen. Looks like she forgot her locker key here. Oh. Huh. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Happy birthday.
Alles Gute zum 29. Geburtstag, Denise. Gute Arbeit weiter so. Eddie, du bist der Beste, du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter, kommt. Lass es krachen. Dann genieß das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst. Rosie, lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday, Dee. Joshua, Happy Birthday, du siehst noch keinen Tag älter aus als 100 aus. Maria, sehr nett. Kann ich einen Locker-Key vielleicht mitnehmen? Nein, schade, okay. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen umschnüffeln, aber leider nicht. Traurig sowas. Und noch mehr Zeug zum Angucken, sehr schön. Memo. Also, okay, Moment, das machen wir gleich. Name Sutton, keine Ahnung, Kevin. Patienten-ID so und so. Aufnahmedatum 21. September 2015. Größe 1,73 Meter. Gewicht 86 Kilo. Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von Pleasant Bay Mental Health Institute. Datum 16. Oktober 2015. Betreff Patientenverlegung 26.10.2015. An alle Polizeibeamten des Dallas Crossing Police Departments. Hinweis: Aufgrund der von Überbelegung werden die Patienten Dean Becker und Kevin Sutton am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr in das Fallon Creek Correction Center, SPU, verlegt. Correction Center hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Yeah, I don't like it. Same. Name Becker Dean. Patienten-ID, Aufnahmedatum 13. September 2015, Größe 1,70 Meter, Gewicht 75 Kilogramm, Haarfarbe braun, Augenfarbe grün. Es ist so crazy, dass einfach Leute, die eigentlich... Just leaving this out on display again. Mhm. Griggs. Like Officer Griggs? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juno. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. Es war noch crazy, dass Leute, die eigentlich in eine psychiatrische Anstalt müssten, dann einfach ins Gefängnis kommen. Wo sie ja nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen. Eben diese mentale Hilfe. Das, ist uncool. Whew, that is going to smell lovely tomorrow. Oh ja. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. Becky, ja. Ich finde es gut, dass sie einfach im Büro ihr Essen stehen lässt. Das ist eine sehr gute... Er oder sie? I don't know. Keine Ahnung, wer hier auch immer sitzt. Okay, dann würde ich sagen, ab nach oben. Gucken, ob wir den guten... Tyler, you coming? Treffen. Mal gucken, ob wir den guten treffen, so. I'm guessing this is where they stash all the guns and stuff. Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. Irgendwie besonders gesichert sieht das nicht aus. I don't think so. Never mind. I'll ask Chief Brown later. Okay.